Die Bedeutung der weit über 500 heimischen Wildbienenarten für die Bestäubung der Pflanzen bei uns wird immer deutlicher. Leider genauso auch der Rückgang unter anderem dieser wichtigen und schönen Insektenarten. Und was wir selbst dafür tun können, dass diese Wildbienen sich heimisch und wohlfühlen bei uns in den Gärten auf den Balkons, zeige ich euch, indem ich euch Anleitung gebe, wie ihr eine Wildbienennisthilfe, ein Insektenhotel bauen könnt und was dabei zu beachten ist. Ich bin Michael Held vom Kanal Faszination Natur und wünsche euch viel Freude bei diesem Video. Beim Bau einer Wildbienennisthilfe, eines Insektenhotels für Wildbienen, sind die MA-LO-PLA-Kriterien ganz entscheidend. Das steht abgekürzt für drei Dinge. Zunächst MA für Material. Was ist also beim Material zu beachten? Die meisten Nisthilfen sind aus Holz. Das ist auch gut so. Doch wichtig ist es, festes Laubholz zu verwenden. Kein Nadelholz, weil sich dort bei den Löchern dann die Fasern teilweise querstellen können und die Wildbienen ihre Flügel vor allem verletzen können. Und am besten eignet sich, wie gesagt, Laubholz. Gerne zum Beispiel von Obstbäumen oder auch beispielsweise von einer Buche. In meinem Fall habe ich auch eine Buche genommen. In einem benachbarten Garten ist ein Baum gefällt worden, der scheinbar wegen Trockenheit abgestorben ist. Und dort konnte ich ein Stück des Baumstammes bekommen und habe damit eben dieses Insektenhotel gefertigt, was ihr jetzt hier im Video kennenlernt. Zunächst habe ich mit der Kettensäge einen Teil der Rinde abgesägt, einfach aus ästhetisch-optischen Gründen. Ich fand, das sah schöner aus, wenn man direkt auf das Holz schaut. Das ist nicht notwendig. Ihr könnt auch direkt in die Rinde bohren, aber wie gesagt, ich finde, das sieht so schöner aus. Ja, man sieht, dass hier noch einige Rillen sind durch die Kettensäge. Und das werde ich jetzt noch etwas abschleifen mit einem entsprechenden Maschinchen. So, das reicht jetzt für meine Zwecke erstmal. Es sind noch ein paar Riefen drin, aber man sieht, es ist größtenteils glatt geworden. Und wie gesagt, zur Not muss man noch bei einzelnen Löchern dann einfach nacharbeiten, dass dann die Eingänge eben keine Schlipper haben, sondern glatt sind. Aber so sieht das schon mal ganz gut aus. Ma, Lo, La. Lo steht für Loch-Eigenschaften. Das heißt, ihr braucht Gänge, die sozusagen die Gänge, die sonst von beispielsweise Käfern in Holz hineingebohrt worden waren, die ersetzt ihr quasi durch Bohrungen, um das zu imitieren, damit dort die Wildbienen ihre Brut aufziehen können. Und da müssen einige Kriterien passen. Das heißt, zunächst mal natürlich der Durchmesser. Das heißt, 2 bis 9 oder 2 bis 10 mm in diesem Range sollten die Durchmesser der Löcher sein, die ihr anbringt. Die Tiefe ist auch wichtig. Das heißt, der Gang sollte nicht zu kurz sein. Da variieren die Angaben. 10, 12 cm sind gute Tiefen, Längen der Gänge. Das gilt vor allem für die etwas größeren Durchmesser. Also wenn ihr beispielsweise dicke Löcher bohrt, sozusagen mit 9 oder 10 mm, dann sollten die auch 10 cm dick sein. Bei kleineren Durchmessern, etwa 3, 4, 5 mm, können die auch etwas kürzer sein. Da gibt es so eine Faustformel, dass man sagen kann, mindestens 10-mal so lang wie der Durchmesser. Das heißt also, bei einem 5 mm Durchmesserloch, das sollte mindestens 5 cm lang sein. Bei einem 8 mm Durchmesserloch mindestens 8 cm lang und so weiter. Länger kann es natürlich immer sein, nur nicht zu kurz. Außerdem bei den Löchern wichtig, dass die Ränder keine Verletzungsgefahr bieten für die Insekten. Wie gesagt, gerade die Flügel sind da sehr empfindlich. Deshalb sollten die Löcher gerade glatt gebohrt sein mit einem frischen Holzbohrer oder halt entsprechend noch etwas abgefeilt oder abgeschmirgelt werden, damit es dort sauber ist und keine Verletzung für die Bienen sich ergibt. Als nächster Schritt ist die Bohrung der Löcher für die Wildbienen. Hier ist beim Trocknen leider sind hier einzelne Risse entstanden. Die werde ich natürlich aussparen und entsprechend daneben bohren. Und als Bohrdurchmesser habe ich hier 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm und 8 mm, die ich mir jetzt mal auswähle. Also im Bereich von 2 bis 10 mm. Kann man da so ziemlich alles nehmen. So, jetzt sind die Löcher soweit gebohrt.
Es wäre noch Platz für mehr Löcher, aber im ersten Jahr nehme ich jetzt einfach mal diese Löcher und schaue, welche Durchmesser am besten belegt werden. Und dann kann ich für die nächste Saison dann in den Zwischenbereichen noch für die bestgewünschten sozusagen Durchmesser weitere Bohrlöcher bieten. Jetzt muss das Ganze noch ausgeklopft werden, damit die Sägespäne, die teilweise noch in den Löchern sind, rauskommen. Dazu muss man es kurz mal aufbocken am besten. Und kurz umdrehen. Und dann kann man das von oben einfach gucken, dass man ausklopft, dass die Sägespäne auf der anderen Seite rauskommen. So, das sieht ganz schön aus. Jetzt noch einmal die Oberfläche ein bisschen abschleifen. So, abgeschmirgelt ist das schon mal viel besser. Aber an den Rändern kann man noch ein klein bisschen nacharbeiten mit entsprechenden feineren Rundfeilen und Schmirgelpapier. Das tue ich jetzt gerade noch. So, jetzt ist es eigentlich perfekt. Alle Löcher sind gut sauber gemacht, dass die Bienen einziehen können, ohne sich die Flügel zu verletzen. Ja, jetzt fehlt es bei Malopla, nachdem wir Material-Locheigenschaften besprochen haben, noch Pla, das ist die Platzierung. Das heißt, wohin und wie wird diese Wildbienennisthilfe platziert, das ist ganz entscheidend. Und da kann man sich wieder einen kleinen Spruch merken, so citronah, das heißt sonnig, südlich, trocken und naturnah. Das heißt, die Nisthilfe für die Wildbienen, die sehr sonnenliebend sind, sollte eben in einer sonnigen Ecke sein, nicht völlig verschattet und gerne nach Süden oder Südosten ausgerichtet werden und trocken sein. Das heißt, unter irgendeinem Vordach oder ihr macht ein Dächelchen über die Wildbienen-Nisthilfe selbst. Und ganz, ganz wichtig, das nah von dem Sositonah, nämlich ein naturnaher Garten, gehört dazu. Denn was haben die Wildbienen davon, wenn sie wunderbare Löcher vorfinden, aber keine Nahrung, keine Blüten mit entsprechenden Pollen? Denn in diese Nistgänge legen ja später die Wildbienen ihre Eier zusammen mit dem Futter für die Eier, beziehungsweise für die aus den Eiern schlüpfenden Larven. Und diese fressen eben Pollen. Das heißt, wenn die nächste Pollenquelle, die nächste Blüte, die nächsten Blüten, die nächste schöne Wiese, die nächsten schönen Obstbäume zu weit weg sind, dann wird sich auch keine Wildbiene in eurem Wildbienennisthilfenangebot ansiedeln. Also ein naturnaher Garten, ein naturnaher Balkon mit entsprechenden heimischen Blühpflanzen ist ganz wichtig. Bevor ich euch gleich noch 4 gute und sehr praxisnahe Bücher zu diesem Thema kurz vorstellen werde, noch ein Hinweis: Man kann zusätzlich zu diesem Insektenhotel, dieser Wildbienennisthilfe, ähnlich wie ich sie euch jetzt vorgestellt habe, auch ein besonderes Insektenbeobachtungsmodul bauen. Das heißt, wo ihr die Gänge beobachten könnt, das, was dort drin geschieht, ohne die Wildbienen zu stören. Wie das genau geht, das zeige ich in einem gesonderten Video nächste Woche. Schaltet also nächste Woche wieder rein. Es lohnt sich, das ist eine tolle Beobachtungsmöglichkeit für diese schönen Wildbienen. Jetzt noch 4 Buchtipps. Zum einen dieses Buch, Mein Insektenhotel. Da geht es genau um das, was ich heute berichtet habe. Könnt ihr nochmal alles nachlesen. Sehr gute Baueinleitungen und noch Variationsmöglichkeiten über das hinaus, was ihr hier in diesem Video erfahren habt. Mach's nachhaltig, eine neue Serie aus dem Ulmer Verlag. Hier das Büchlein Bienen retten. Da geht es auch um Insektenhotels, Wildbienennisthilfen, aber auch was ihr darüber hinaus noch im Garten auf dem Balkon für diese Wildbienen tun könnt. Genauso wie in diesem Buch Wir tun was für Bienen, geht es natürlich nicht nur um Honigbienen, sondern um Wildbienen. Und etwas weiter gefasst gleich der Garten für Insekten von Anita und Norbert Schäffer. Auch wie kann ich etwas für Insekten tun, nicht nur für Wildbienen, auch für andere Insekten im Garten auf dem Balkon. Und ich hoffe, nächste Woche seid ihr wieder dabei, wenn es darum geht, wie baue ich ein Beobachtungsmodul für Wildbienen. Spannendes Thema. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich wünsche euch viel Freude in und an und mit der Natur.